Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass die Sonne, unsere Sonne, unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession, das wird berücksichtigt. Nicht wundern, dass die Ergebnis anderes ist als in westlichen Astrologie. Und wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, wo sich befinden, anderes ist als in westlichen Astrologie. Liebe Marisa, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst dein Geburtshoroskop. In diesem Geburtshoroskop, was hier bildhaft dargestellt ist, ändert sich nichts. Das bleibt und zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Moment, in diesem Ort, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme und das ist einzigartig. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden in diesem Geburtshoroskop, es sind die Lebensbereiche, was für dich persönlich sehr wichtig sind. Das ist deine Persönlichkeit, deine Wertschätzung, aber auch die Finanzen, die Basis, die Fundament, dein Zuhause, die Arbeit, die Transformation, deine Berufung, das Verborgene, die Geheimnisse. Das sind die Lebensbereiche, wo die Energie fließt, das sind für dich sehr wichtig. Wie ich schon sagte, dieses Bild, dieses Geburtshoroskop bleibt. Was aber nicht bleibt, das bist du, weil du machst Lebensschritte und befindest du dich in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahre erleben wir einen anderen Lebensqualität, anderen Themen sind wichtig, haben wir anderen Eindrücke. Du befindest dich momentan in Lebensphase Steinbock. Aber das geht jetzt zum Ende und übergehst in Tierkreiszeichen Wassermann. Das heißt, in die vergangenen Jahren war für dich streng, hast du viel Lernaufgabe auch gehabt. Es war etwas schwierig und jetzt geht es zu Ende und übergehst in Tierkreiszeichen Wassermann, beginnt eine neue Lebensphase, was auch 7 Jahre dann dauert und dann kommt die Leichtigkeit, tolle Ideen, ungewöhnliche Lebensveränderungen, Begegnungen auch, werden auch Veränderungen da sein in dein Leben. Nicht nur du änderst dich, sondern auch die Position Sonne, Mond und die Planeten, sie bewegen sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und genau das schauen wir an, weil das löst etwas aus im Horoskop. Februar 2019. Pluto befindet sich im Schütze. Und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Pluto hat mit Tod, mit Erbschaften auch was zu tun, besonders in diesem Lebensbereich, wo er eigentlich auch herrscht. Ich schließe das nicht aus, dass du eine erbschaftliche Situation erlebst oder befindest du in solchen Prozess. Aber Pluto zeigt auch was anderes. Und das ist das Loslassen, alles, was dich bedrückt.
alles, was dich hindert in dein Leben oder deinen Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, all das aus dem Weg räumen und deiner inneren Kraft bleiben. Pluto hat auch mit Sexualität auch was zu tun, herrscht auch über Sexualorgane und gehört auch zu diesem Lebensbereich. Das ist eine Wandlung, eine Transformation, wo du dich gerade befindest. Neptun lässt unserem Träume leben, zeigt auch unserem kreativen Seite, lässt uns inspirieren. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, bleibt auch ganzes Jahr im Wassermann und wirkt auf deine Berufung. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, hier in diesem Bereich Geheimnisse, aber was ich schon erzählt habe, was für dich das bedeutet, wie ein Neugeburt, all das, diese Energie, was hier im Verborgenen ist, möchte wirken in dein Leben und diese Umbrüche, Veränderungen wirst du erleben. Uranus bleibt ganzes Jahr im Widder nach indischen Berechnung, das muss ich dazu sagen. Hier sind auch die Ursache, die Erkrankungen. Und Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem. Also achte auch auf die Gesundheit, dass du immer in Ruhe bleibst, inneren Ruhe, inneren Gleichgewicht, weil gerade hier im Uranus Einfluss, wo unserem Nervensystem auch beeinflussen kann, seine Wirkung, ist sehr, sehr wichtig, dass du in diesem Ruhe bleibst. Saturn bringt schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen und belehrt uns auch. Saturn befindet sich im Schütze. Hier kommen die Veränderungen und belehrt dich auch. Und das ist die Transformation. Jupiter bringt Glück in unserem Leben, vermehrt auch etwas. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und wirkt in dein Liebesleben, wirkt auch Ehe, wirkt auch Partnerschaft. Liebe, Partnerschaft, Ehe. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft kannst du dich behaupten, beweisen, dich durchsetzen. Der Bereich, wo hier Mars wirkt, das ist erstens deine Wünsche, dass du dich dafür einsetzt, aber bedeutet auch Freundschaften und hier musst du dich auch beweisen, dich durchsetzen auch. Kann auch bedeuten, bei Mars-Energie, was auch ein Mann bedeuten kann, dass hier ein Mann begegnest. Im Bereich Freundeskreis oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Venus befindet sich im Schütze. Und Februar wirkt in diesem Bereich, da ändert sich entweder deine Weiblichkeit, die Einstellung zum Weiblichkeit, kann auch bedeuten, dass dein Aussehen ändert sich, einen anderen Stil, anderen Haarschnitt, aber kann auch Venus hier im achten Lebensbereich bedeuten, dass die Sexualität ein wichtiges Thema ist. Merkur ist im Steinbock, Sonne ist auch im Steinbock. Das ist die Monatsthema Ausland, Reisen, Auslandskontakte. Mit Merkur kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast von Ausland
oder du bekommst eine Nachricht von Ausland. Kann auch bedeuten, dass du Fremdsprache lernst oder machst eine Ausbildung. All diese Themen sind hier möglich. Natürlich hier im neunten Lebensbereich, hier im neunten Lebensbereich kann auch bedeuten, die spirituellen Richtungen sind sehr wichtig. Und mit Merkur-Energie kommt es in Sprache oder du lernst etwas oder du bietest das an. Das ist auch möglich. Hier bei Jahreshoroskop ist nicht möglich, dass ich die Mondbewegung auch erwähne. Weil das ist so, Mond ändert sich so schnell die Position, dann würde diese Aufnahme ewig lang sein. Aber Neumond, Vollmond, Halbmond, das möchte ich schon erwähnen, weil das hat schon einen Einfluss auf unserem Leben, auf unserem Alltag. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. Vollmond beleuchtet etwas, beleuchtet den Weg. In indischen Astrologie bedeutet auch Glück, weil dann sehen wir etwas. Was sehen wir oder was sollst du sehen, auch was alles im Verborgenen ist und ist dunkel. Aber die Vollmond beleuchtet doch etwas, das ist im Krebs, im dritten Lebensbereich. Das sind die Kontakte zum Geschwister, zum Verwandten oder Internetkontakte oder Bildung. All diese Themen, aber auch Medien bedeutet auch, hier hast du mehr Klarheit, siehst du etwas klar und deutlich. 26. Februar ist Halbmond im Waage. Ein Halbmond löst Unsicherheit aus oder Nervosität. Im Waage erlebst du das in Arbeit. Wenn das um Gesundheit geht, dann achte darauf, dass in diesem Tag besonders auf dein inneren Gleichgewicht. März. Die Mondknoten, muss ich noch sagen, genau, die absteigende Mondknoten, Ketu, was alten karmischen Themen zeigt, Ketu ist bis Ende März 2019 im Steinbock. Und das hast du hier im spirituellen Bereich oder Kontakte zum Ausland. Rahu ist die neue Richtung, zeigt neue Möglichkeiten, Chancen, vielleicht sogar auch die Suche nach den Aufgaben oder den Platz in unserem Leben. Und diese Rahu-Energie hast du hier im Krebs, nicht im Geburtshoroskop, sondern diese beweglichen Zeichen. Rahu und Ketu bewegt sich auch, das sind kein Himmelskörper, aber ein Schnittpunkt im Himmel, beziehungsweise zwei Schnittpunkte im Himmel, einmal Ketu, einmal Rahu, hier aktiviert karmischen Themen die Suche nach etwas. Und hier ist eine vertraute Umgebung auch, da möchtest du dich behaupten. Venus ändert sich die Position, Sonne, Merkur ändert sich die Position und natürlich Mars auch. Und das bedeutet, März 2019 befindet sich Mars im Widder. Und das kann für dich bedeuten, dass du einen gewissen Rückzug brauchst, damit du in Kraft bleiben kannst. Mars bedeutet auch Kraft. Und hier im 12. Lebensbereich ist ein gewisser Rückzug. Kann auch bedeuten, dass du dich behaupten musst. Hier sind auch unsere geheimen Feinde.
dass du dich wehren sollst. Mars kann auch eine männliche Person sein, der seine Geheimnisse an dir vertraut. Oder du triffst ganz geheim mit diesem Mann. Kann sowas auch auslösen. Muss nicht sein, aber kann auch auslösen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist möglich, dass du Kontakte, Gespräche hast im Freundeskreis. Kann auch bedeuten, dass du in einer Gruppe dich anschließt und einen Vertrag unterschreibst, wie zum Beispiel ein Verein. Sonne befindet sich im Wassermann. Also wichtiges Monatsthema ist hier dann die Berufung. Und Venus befindet sich im Steinbock. Und das kann bedeuten, mit einer weiblichen Person kontaktieren von Ausland oder bist aktiv, kreativ im künstlerischen, spirituellen Bereich oder in diesem Lebensbereich hast du Kontakt zu einer Frau. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas gebremst ist, geht nichts voran, sind Verzögerungen da, wie eine Bremse. Kann auch bedeuten, dass Vergangenheit wird aktiviert. Jemand meldet sich von Vergangenheit oder hast du Themen, was von der Vergangenheit zurückkehrt. 6. März wird Merkur rückläufig. Bei Merkur Energie heißt Gesprächen, Nachrichten. Das löst aus entweder, dass hier nichts vorangeht, dass du wartest auf einen Vertrag oder einen Termin oder eine Nachricht und das kommt mit Verzögerungen. Kann auch bedeuten, dass jemand zurückkehrt in dein Leben von deinem Freundeskreis. 6. März ist Neumond im Wassermann. Das ist wichtig, ein gewisser Rückzug und überlegen, wo ist deine wahre Berufung, was könntest Neues tun, damit du Respekt, Anerkennung bekommst. 14. März ist Halbmond im Stier. Da hast du eine gewisse innere Unsicherheit oder Unruhe, dann zieh dich zurück, in Ruhe liegt die Kraft. 21. März ist Vollmond im Löwe. Hier wird etwas klar und deutlich in Immobilien, in deiner Wohnsituation. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Eine gewisse Unruhe in die Liebe, Partnerschaft oder Unsicherheit kann auch auslösen. April. Die Mondknoten ändert sich die Position. Ab April 2019 befindet sich Ketu im Schütze. Ketu zeigt alte karmische Themen. Ketu ist im Schütze, hier, und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Rahu ist die neue Richtung, Erkenntnisse. Die Suche nach etwas. Rahu befindet sich ab April 2019 in Zwillinge und bleibt ganzes Jahr hier in Zwillinge. Und hier hast du dann karmische Themen, das in Ordnung zu bringen. Dein Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Mars befindet sich im Stier.
Und das bedeutet, du wirst dich durchsetzen. Du hast die Kraft. Kann auch bedeuten, es kommt eine männliche Person und hat auf deine Persönlichkeit, auf dein persönliches Leben einen großen Einfluss. Merkur ist im Wassermann, Venus ist auch im Wassermann. Hier hast du Gespräche, Termine Richtung Berufung und die Venus-Energie bedeutet entweder Selbstständigkeit oder eine kreative Arbeit, aber kann auch eine Frau bedeuten, dass du hier einen Termin hast oder sprichst über die Berufung, eine neue Richtung, kann sowas auslösen. Und Sonne zeigt die Monatsthemen, hier fließt die Lebensenergie in Fischen, im 11. Lebensbereich, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, aber auch Freundschaften. April 2019 verlässt Jupiter Skorpion und übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Hier hast du die Thema Transformation und auch Loslassen. Und bei diesem ganzen Prozess, Jupiter gibt dir den Optimismus und lässt sich bewusst sein damit, mit deinen eigenen Größen. 11. April wird Jupiter rückläufig. Und das ist ein Rückblick in die Vergangenheit, auch in deine Kindheit. 25. April wird Pluto rückläufig. Entweder bremst etwas in ämtlichen Situationen oder bei Erbschaften oder kann auch bedeuten, dass du wirklich Thema Vergangenheit ist bei diesem ganzen Prozess sehr wichtig ist und bist gerade dabei loslassen. Pluto zeigt das auch, das Loslassen. Diese Prozesse der Transformation. 30. April wird Saturn auch rückläufig. Wieder karmischen Themen oder Vergangenheit, Themen von Kindheit. All das kommt dann hoch. 5. April ist Neumond in Fischen. Das wäre gut zurückzuziehen von Freundschaften, eher zurückhaltend sein, kann auch bedeuten, dass du nachdenklich sein sollst, was sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen und das ist ein gewisser Ungleichgewicht, Unruhe. Es wäre kein guter Tag, Geld investieren oder einen Vertrag unterschreiben oder etwas kaufen, was du vielleicht später bereust. 19. April ist Vollmond im Waage. Da wird etwas klar, den Weg, den beruflichen Weg wird beleuchtet und kommst auch zum inneren Gleichgewicht, auch zum Heilung, wenn um Krankheiten geht in diesem Lebensbereich, ist es auch möglich. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Das kann auch etwas Unangenehmes sein, was von Ausland kommt oder du möchtest eine Schulung anbieten oder teilnehmen und du bist unsicher, soll ich nicht. Solche Unsicherheiten kann ein Halbmond bei uns auslösen. Mai 2019, schauen wir, was sich da ändert. Mars, Sonne, Merkur, Venus auf jeden Fall. Und die rückläufige Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Mars befindet sich im Stier.
Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. In Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, hast du Kontakte, Gespräche mit einer weiblichen Person. Oder bist du in diesen Kreisen als Frau wahrgenommen, jemand spricht dich an, kommst du zum Gesprächen. Ist auch möglich. Sonne ist in diesem Bereich die Geheimnisse und zeigt dir die Licht, auch die Augen. In die Tiefe schauen, das ist ein wichtiges Monatsthema. Und Mars gibt dir die Kraft und damit kannst du dich auch behaupten, dich durchsetzen. Kann auch eine männliche Person sein, der auf deine Persönlichkeit etwas wirkt. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das ist ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Da kommt ein gewisse Unklarheit, Unsicherheit, Nervosität im Kontakt zum Geschwister, Nachbarn oder im Internet. Kann auch bedeuten, die Internet bricht zusammen, funktioniert gar nicht. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Hier bedeutet etwas in dein Lebensweg, in dein beruflichen Weg. 26. Mai ist Halbmond hier im Steinbock und das kann bedeuten, dass du eine Nachricht hast von Ausland und das bringt eine gewisse Unruhe oder bist du unsicher, soll ich nicht mit jemand kontaktieren im Ausland. In diesem 9. Lebensbereich kann auch Bildung bedeuten, wo auch eine gewisse Unsicherheit da ist. Juni 2019, schauen wir, was sich hier ändert. Venus befindet sich im Widder. Sonne und Merkur ist im Stier und Mars ist in Zwillinge. Venus hier im Geheimen kann bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast und du möchtest deine Geheimnisse mit einer Frau besprechen. Kann auch bedeuten, dass diese Frau vertraut ihre Geheimnisse. Bei Venus handelt sich auch in Liebe, alles ist im Verborgenen, in Geheimnissen. Aber nicht vergessen, dass dieser Lebensbereich bedeutet auch geheime Feinde, dass hier eine weibliche Person vielleicht neidisch auf dich ist, ist auch möglich. Hier bei Sonne Merkur, was in deiner Persönlichkeit wirkt, zeigt die Sonne deine Ausstrahlung und Merkur, auch deine Intelligenz, dein Wissen, kommt Kommunikation, viele Gespräche auf dich zu. Und achte hier auf die Mars-Energie im 2. Lebensbereich. Entweder bedeutet das, eine männliche Person dir Wertschätzung gibt. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person dich finanziell unterstützt. Kann auch bedeuten, dass du kämpfst um Geld. Aber Mars ist auch ein Impuls und löst auch sowas aus, dass du unüberlegt kaufst etwas. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Hier aktiviert deine Berufung, aktiviert auch deine Träume, deine Visionen, deine künstlerische Begabung und diese Rückläufigkeit löst aus,
dass die Vergangenheit, diese Erinnerung wieder da ist, vielleicht durch Traumbilder. Neptun hat einen Einfluss auf unsere Träume. Oder du bist kreativ und hast das Gefühl, das wird übersehen, bist nicht richtig wahrgenommen. Das ist wie gebremst bei dieser Rückläufigkeit. 2. Juli, 3. Juni, genau, sind wir bei 3. Juni. 3. Juni ist Neumond im Stier. Du brauchst einen gewissen Rückzug oder Nachdenklichkeit. Es geht wirklich um deine Persönlichkeit. Nach innen schauen ist wichtig bei dieser Neumondposition. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Kommt eine gewisse Unruhe zu Hause, ist möglich bei diesem Halbmond. Oder möchtest du etwas verändern zu Hause und überlegst, soll ich nicht? Unsicherheit löst aus. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Kommt mehr Klarheit in die Beziehung. Und 25. Juni ist Halbmond im Fische. Das kann eine gewisse Spannung sein im Freundeskreis. Juli 2019 Sonne und Venus ist in Zwillingen. Wichtiges Monatsthema ist Besitz, Finanzen, Werte, Wertschätzung. Kann auch auslösen, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Merkur und Mars ist im Krebs. Hier kommst du zum Kontakt, Gesprächen mit einer männlichen Person. Juli passiert was sehr, sehr Wichtiges. Saturn ist der Planet der Karma und Schicksal und ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit löst karmische Themen aus. Pluto ist auch rückläufig. Ketu ist die karmischen Knoten, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und im Juli stehen in einer Konjunktion und wirken zusammen. Es ist eine sehr, sehr starke Energie und das in Tierkreiszeichen Schütze. Und hier hast du diese Wandlung. 8. Juli wird Merkur rückläufig und das bedeutet entweder, dass die Gespräche sind gebremst, geht nichts voran oder wartest auf eine Nachricht. Kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und hast du wieder diesen Kontakt. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge, halte dein Geld zurück. Und sei nachdenklich über deinen Werten, über die Finanzen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Hier eine gewisse Spannung mit Kindern oder du verlierst die Lebensfreude in dem Moment oder in dem Tag. Diese Mondenergie wirkt auf den Tagesereignissen. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und löst auch karmische Themen aus. Ein Finsternis ist immer auf dem karmischen Knoten. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, da im Freundeskreis, Bekanntenkreis kommt eine gewisse Unruhe oder du fängst an deinen Träumen zu zweifeln. August, Merkur ist in Zwillingen. Das kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit Finanzen etwas zu tun. Kann auch bedeuten, dass du einen
eine Schulung, einzahlst etwas, also handelt sich um Zahlungen oder kaufst für dich ein schönes Buch, ist auch möglich. Natürlich ist auch möglich, dass du Schulungen anbietest, Wissen vermittelst und kommt Geld rein. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Bei Mars und Venus handelt es sich um Liebe, das sind die beiden Liebesplaneten. Und im Bereich vertraute Umgebung oder auf eine kleine Reise oder kommen hier Veränderungen, aber hat auch mit Internet auch etwas zu tun und es ist ein wichtiges Monatsthema. 12. August wird Jupiter direktläufig und gibt eine andere Richtung hier in die Liebe-Partnerschaft. Gibt auch mehr Optimismus, Möglichkeiten, Chancen und bringt Glück in die Liebe-Partnerschaft. Und bei dieser Direktläufigkeit bedeutet, es geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. Und das bedeutet wie eine Bremse, wo deine innere Stimme sagt, mach mal langsam, du brauchst die Rückzug, du brauchst die Ruhe. 1. August ist Neumond im Krebs und das macht sehr nachdenklich, eine Neumondposition. Und das ist hier in diesem Lebensbereich, was die Geschwister betrifft, oder Nachbarschaft, deine vertraute Umgebung betrifft. 7. August ist Halbmond im Waage. Gesundheitlich ist wichtig, die inneren Gleichgewicht kann im Arbeit bedeuten, eine gewisse Spannung, Nervosität. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Da kommt mehr Klarheit und das hat mit Reisen was zu tun, mit Spiritualität was zu tun. 23. August ist Halbmond in Widder. Da kommt eine gewisse Unsicherheit, Nervosität. Dann brauchst du die Ruhe, die Rückzug. 30. August ist Neumond im Löwe. Und wird von Regulus bestrahlt. Hier im Löwe, das ist dann dein Zuhause, die Basis, die Fundament. Neumond ist wichtig, die Rückzug. Und Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Herz der Löwen. Also ist wichtig bei diesem Rückzug auf unserem Herz achten, unserem Herzensangelegenheit, das zum Leben, das zu verinnerlichen. September befindet sich Sonne, Mars, Venus, Merkur in Löwe. Und das löst bei dir etwas aus in deiner Wohnsituation. 19. September ist ein wichtiger Tag, wird Saturn direktläufig hier im Schütze. Da ändert sich die Richtung und das hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Oder treffen wir schicksalhafte Entscheidungen und bewegen wir etwas in eine andere Richtung. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Unruhe, Unsicherheit in die Beziehung. 14. September ist Vollmond in Wassermann. Die Richtung kannst du ganz klar und deutlich erkennen, wo bekommst du Anerkennung, von wem bekommst du Respekt und wo liegt deine Berufung, das wird hier beleuchtet. 22. September ist Halbmond im Stier und das ist eine gewisse Unsicherheit, wo du dann auch fragst, soll ich nicht, ich weiß nicht. Unsicherheit löst aus dieser Halbmond. 28. September ist Neumond im Löwe.
ein gewisser Rückzug verinnerlichen. Wo möchtest du wohnen? Wie möchtest du wohnen? Was sollst du verändern in deiner Wohnsituation? Oktober 2019. Merkur ist im Waage. Hier kommen Termine, Gespräche, eventuell Vertrag. Das hat mit Arbeit was zu tun. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Die ganze Lebensenergie fließt auf Lebensfreude und Mars, Venus hat mit Liebe, Partnerschaft was zu tun. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze und das löst Unsicherheit aus. Das kann auch ämtlichen Themen sein oder Loslassen von etwas verabschieden, wo du dann die Frage stellst, soll ich nicht oder soll ich lieber das bewahren? 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, da kommt mehr Klarheit über deine Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen oder ein Freund oder Freundin gibt dir die Klarheit. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, achte auf deine Werte, achte auf Geld und nichts kaufen, nichts investieren in diesem Tag. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das ist wichtig, ein gewisser Rückzug, etwas verinnerlichen. November 2019. Sonne ist im Waage. Ein wichtiges Thema ist Gesundheit, Arbeit. Merkur-Venus ist in Skorpion. Wichtig ist Liebe, Partnerschaft, auch Gespräche über Gefühle in dieser Zeit. Und Mars ist im Jungfrau. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Das löst aus alten Themen nochmal ansprechen. Oder die Gespräche laufen nicht voran. Terminen, Gesprächen, Verträgen, das ist alles so zögerlich. Bedeutet auch diese Rückläufigkeit alte Themen oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Die Gespräche nehmen zu, bekommst du plötzlich Termine, also bewegt sich etwas. Ab 28. November wird Neptun direktläufig, wirkt auf deine Berufung und deine Kreativität, all das, was du in die Öffentlichkeit zeigst, das wird wahrgenommen. Endlich dreht sich die Richtung, bekommst du dafür auch Anerkennung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Das kann etwas Unangenehmes sein von Ausland oder löst etwas aus bei dir, eine gewisse Unsicherheit, Auslandskontakte, Bildung, Spiritualität. 12. November ist Vollmond im Widder. Hier kommt die Wahrheit ins Licht. 19. November ist Halbmond im Krebs. Wieder eine gewisse Unsicherheit in deiner vertrauten Umgebung oder mit Verwandten. 26. November ist Neumond im Waage. Etwas verinnerlichen. Was möchtest du tun, arbeiten oder wenn es um Gesundheit geht, ist wichtig, Rückzug, die innere Ruhe, die innere Gleichgewicht. Dezember
Dezember ist Sonne in Skorpion, also wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Mars und Merkur ist im Waage. Gespräche, Kontakte bezüglich Arbeit oder Gesundheit kann eine männliche Person auch etwas bewirken oder Gespräch, Kontakt mit einer männlichen Person. Venus ist im Schütze. Das ist eine gewisse Transformation, Loslassen, handelt sich um Weiblichkeit, weibliche Energie oder Thema Liebe, Partnerschaft. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, eine gewisse Spannung in die Arbeit oder du bekommst zu wenig Anerkennung, wirst du übersehen, das kann auch sowas auslösen. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Und das ist dein Glanz, das ist dein Auftreten oder bringst etwas in die Öffentlichkeit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Entweder verspürst eine gewisse Unsicherheit, Nervosität und brauchst den Rückzug, zu Hause zu sein. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Das ist auch wichtig, nachdenklich zu sein. Was möchtest du verändern? Von was möchtest du verabschieden? Januar 2020. Uranus ist rückläufig und bleibt im Widder. Mars ist in Skorpion. Und das bedeutet, liebe Partnerschaft und diese männliche Person hat da einen Einfluss. Natürlich Sonne, Merkur, Jupiter ist in Tierkreiszeichen Schütze. Wichtiges Monatsthema ist die Transformation, Loslassen, aber auch Termine, Gespräche mit Ämtern, kann auch eine rechtliche Lage sein. Liebe Maraisa, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.